So, meine Damen und Herren, wir haben hier für Sie etwas aufgebaut. Was sagt Ihnen das, was Sie hier sehen? Nichts, das ist schön, da haben wir alle Möglichkeiten offen. Deutschland, deine Großbaustellen. Heute war doch die große Meldung, Stuttgart 21 wird so teuer, dass man es vielleicht ganz bleiben lässt und es wird erst so spät fertig, dass selbst der Berliner Flughafen schon fertig ist. Also haben wir uns gesagt, okay, wir machen drei Vorschläge, wie man das Ganze sinnvoll lösen könnte. Wir fangen hier an. Okay. Mit dem Stuttgarter Bahnhof. Du kennst den Stuttgarter Bahnhof, Helmut? Ja, ich war schon oft da. Du warst schon da. Es ist ein schöner Bahnhof. Es ist ein Sackbahnhof. Ja. Das haben wir in der Schule früher gelacht, wenn ich hieß Sackbahnhof. Sackbahnhof. Oder? Geil. Sackbahnhof. Mehr gelacht wurde nur, wenn es draußen hieß, bring mal die Zeitung in den Ständer. Boah! Ja, klar. Da ist eine Zeitung, ja, und wenn keine, dann geh doch und kauf eine auf den Sackbahnhof. Warum müssen wir die Handschuhe anziehen? Ist gefährlich. Ja, es ist gefährlich, denn es gibt einen neuen Plan für Stuttgart. Das ist der Stuttgarter Bahnhof im aktuellen Zustand, heute Mittag 16.84 Uhr. Man will jetzt einen Berg aus dem schwäbischen Allgäu nach Stuttgart transportieren. Dafür soll die A8 gesperrt werden an Ostern. Es wird ein riesiges rot-grünes Event. Ministerpräsident Kretschmann und Oberbürgermeister Kuhn wollen mit Fahrrädern 10 Kilometer auf der Autobahn von daher fahren. Und man hat ausgewählte Bergsteiger eingeladen, sich auf dem Felsen mit nach Stuttgart transportieren. Hier ist es schön, ne? Schön gemacht. Hier sind auch sehr schön. So, das ist schön. Der ist schön. Das ist unsere Requisite. Und der hier, wo war der denn? Einer hat doch im Berg übernachtet. Ich glaube, da unten. Wo war der? Hier, der ist ganz toll. Habt ihr den? Habt ihr den? Können wir den noch größer sehen? Der ist so süß. Können wir noch größer sehen? Der hat was zu saufen in der Hand. Ja, das ist wahrscheinlich ein selbstgebrannter Most. Apfelwein. Ah. Ja, das ist ein baden-württembergisches Nationalgetränk. Das heißt so, Grügle Most. Grügle. Das ist ein Zeichen für baden-württembergische Bescheidenheit. Auch der Milliardär als Autozulieferer braucht am Abend bloß einen Leberkäse und einen Grügle Most. Ja, mehr braucht er nicht. Dieser Fels wird nach Stuttgart transportiert, weil man hat gesagt, wie kann man den Kompromiss für die Bürgerbeteiligung schaffen, dass der Bahnhof unter die Erde kommt, aber trotzdem oben bleibt. Also der Begriff Kostendeckelung. Ja, okay. Das heißt, dieser ist nicht leicht. Nee, ist nicht leicht, ist schwer. Ja, genau. Kommt hier drüber. Er überträgt der SWR live mit 14 Ü-Wagen. Vorsicht, Helmut. Dann kommt erst noch mal Werbung. Nicht jetzt. Oh, jetzt schiebt es uns den Bahnhof weg. Warte. Du schiebst den Bahnhof weg, Helmut. Ich muss von der anderen Seite kommen. Du kannst von der anderen Seite. Guck mal, jetzt ist der Turm krumm. Da sind doch Käfer jetzt verletzt worden. Scheiße. Da sind doch Juchtenkäfer dran an dem Turm. Nochmal. Ich gehe von da hin. Ja, ich glaube, es ist besser. Ja. Also, du hast längere Arme. Ich habe längere Arme. Warte mal, wir schieben den Bahnhof noch mal zu uns ran. Ja. Sag mal so, ich zieh mir das Thema mal ran. Ja. So, jetzt geht der Fels hoch, Helmut. Ja, ja. Ach so, ist viel jetzt besser. Fährt der über den Bahnhof und es geht darum, Deckelung. Bahnhof unter die Erde, aber oben bleiben. 3, 2, 1. Ja. Und könnt ihr das mal von hier hinten zeigen? Zeigt das mal bitte einmal von hier hinten. Hier. Die Bäume sind stehen geblieben. Das war ganz wichtig. Und der Zugang für die Pendler, ja, und auch für die Emo-Szene von Stuttgart, die ja hier im Park angesiedelt ist, ist unbeschädigt geblieben. So, das war der Stuttgarter Bahnhof. Jetzt haben wir hier als nächstes, mal sehen, ob es unsere Zuschauer rauskriegen. BER. Der Berliner Flughafen. Berliner Flughafen ist das große Thema Brandschutz. Es hat sich um ein paar Stunden verzögert, die Eröffnung, das wissen Sie alle. Jetzt hat man eine tolle Lösung gefunden, die ein Bekannter von WoWi erfunden hat. Man hat auf 4 Quadratkilometern unter den Flughafen ein riesiges Wasserbassin gebaut. Ach, ja, das ist jetzt neu. Der TÜV hat es bereits abgenommen. Wir müssen die Schutzbrillen aufnehmen. Verlangt der TÜV. So. Und jetzt nehmen wir mal an, der Flughafen, was wir nicht hoffen wollen, brennt. Irgendeiner wirft achtlos Zigarette. Gut, weg. Ja. Das heißt,
Wie löst sich so ein Flughafenbrand oft aus? Warst du schon mal im brennenden Flughafen? Nein, zum Glück nicht. Aber ich war nach dem Brand in Düsseldorf. Fürchterlich. Also man will sich gar nicht ausmalen. Toi, toi, toi. Nee. Ich klopfe gleich mal auf Holz. Oft entsteht der Brand, indem man den Schlüssel auf On dreht. Genau. Ja, jetzt ist er auf On. Ja. Und dann drückt irgendeiner aus Versehen, weil das Flugzeug sich verspätet, auf den roten Knopf. Und schon brennt der Flughafen. Ach du Scheiße. Ja. Und dann? Lass mal, Helmut, lass mal. Erst muss ja einer merken, dass es brennt. Okay. Ja. So. So. Hör mal, ich glaube, es brennt. Ja, Helmut. Nee, noch nicht, Helmut. Dann kommt in Berlin eigentlich der Satz, der zieht ja aus wie früher, als der Russe hier noch war. Mann, das brennt. Kümmert sich denn keiner? Und jetzt kommt das neue Prinzip, warum man dieses 4 Kilometer große Becken gebaut hat. Der Flughafen wird unter Wasser gesetzt. Die Passagiere können rausschwimmen. Die Koffer sind im Grunde ja nass, aber ja. Und man sagt, Donnerwetter, warum nicht gleich so, es geht doch. Und dann geht der Flugbetrieb weiter. Tolles Prinzip. Das war doch wunderbar. Oder? Ja? So einfach geht das hier. Einmal löschen. Ja. So. Sagt man auch, Mann, das war ein Brand, der sich gewaschen hat. Ja? So. 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 Und jetzt kommen wir hier zu uns nach Köln. Denn was entdecken wir hier? Den Kölner Dom. Das ist der Kölner Dom, ja, das sieht so KVB. Sieht der Kölner Dom in Wirklichkeit aus. Lassen Sie sich nicht irritieren von diesem Imitat, was da dort steht. Nee. Da steht nur, weil die ganzen Japaner immer alle hinlangen und so. So sieht der Kölner Dom in echt aus. Und falls Sie nicht in Köln leben, dann kennen Sie vielleicht die Geschichte nicht. Die KVB, die Kölner Verkehrsbetriebe, fahren mit ihren neuen supermodernen Bahnen unter dem Dom durch. Auf einer neuen, milliardenschweren Strecke. Ja. Und ein Mitglied des Domkapitels saß, kurz bevor der Kardinal sagte, die Pille danach ist erlaubt, im Gestühl des Domes und spürte, ich zitiere seine eigenen Worte, wie es überall vibriert. Ja, ich hörte davon. Ja? Also, und er sagt, hatte der Maya-Kalender doch recht? Ja? Oder ist schon Pfingsten oder was? Nein, die KVB fährt unten durch. Das heißt, die KVB, wenn die KVB zu schnell fährt, das heißt in dem Fall die Linie 5, die fährt... Ist das die 5? Ja, ich glaube vom Hauptbahnhof zum Rathaus. Ja, wenn die KVB zu schnell fährt, das heißt schneller als 30 Stundenkilometer, vibriert es im Dom. Wir können es einmal zeigen. Ja. Ich mache die Bahn oder machst du das? Du gehst vielleicht hier an dieses technische Gerät. Ja. Und... erstmal kommt ja die Bahn nicht, weil die bleibt ja auch meistens mal liegen im Tunnel. Das sollte ich mal wissen. In Köln hat sich letztes Jahr die Straßenbahn verfahren. Was passiert also hier? Computerfehler. Menschlich. Ja. Ich glaube, der weltweit einzige Ort, wo die Straßenbahn verfährt. Ja? Ja. Hat doch Wieso kommst du schon wieder so spät? Ja, die Straßenbahn hat sich verfahren. Was? Also, die KVB kommt. Ja. Und jetzt fährt die KVB ein bisschen schneller durch als erlaubt. Und schon? Achtung. Oh, schon wackelt der Dom. Aber es war noch nicht so schnell. Oh, der Dom wackelt. Jetzt kommt 8 Minuten später die KVB wieder zurück. Noch schneller. So. Und deswegen. Oh. Ah! Ah! Schande. Ja. Mehr geht nicht? Doch. Noch mehr? Nee, kaputt. Aber das bleibt stehen. Ich glaube, das wird dann schon. Das bleibt stehen. Ich glaube aber, wenn das stehen bleibt vom Dom, wird es in Köln auch abgerissen, kommt ein Parkhaus hin. Oder? Ja. Und zwar ja. mit so einem Lift, den aber keiner benutzt, um den Lift zu benutzen, sondern einfach um Wasser abzulassen. Ja? Wir haben so einen schicken Lift, kennst du den an der Domplatte? Nee. Das fahrende Urinal. Ja. Ach, dieses Ding meinst du da? Ja, man steigt eigentlich nicht ein, um zu fahren, sondern um zu strullen. Ja. Aber sieht schön aus mit Glas und so. Mittlerweile ist das Glas ein bisschen beschlagen. Angelaufen, aber ja. An der Domplatte. Oh, guck mal, die KVB ist aus dem Gleis gesprungen. Das ist aber im Grunde Grund, weil wir Kölner gehen damit um, man fährt hier rum, wieder aufs Gleis und dann geht es durch. Wollen wir hoffen, dass es nicht passiert, aber ich glaube, man hat jetzt den Kompromiss gefunden, dass die Bahn langsamer fährt und dann
Die Fachleute haben herausgefunden, im Mittelalter wurde das Fundament so gut gelegt, dass es auch den Murks später abfedert. Ja? Also das heißt, die Sklaven von Heinz dem Heizbaren, die es barfuß und mit nackten Brüsten diese Steine abgenagt haben, die waren so gut, dass sie auch die Messarbeiten der Ingenieure in der Neuzeit ausgeglichen haben, ohne es zu wissen. So gut war das Fundament. Ja. Ja. Heinz der Heizbare. Von 811 bis 1900. Kannst du nicht? Ja. Einer der Kölner. Ja, der Nationalheiligen. Wohnte am Runde Pütsche. Wusstest du gar nicht? Ja, du interessierst dich nicht für die Kölner Geschichte. Doch, eigentlich schon.